Well done, Jimmy. Yeah, great. What a waste of time. You all right, Russell? Oh. Yeah? Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You didn't? No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating, and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry. Bad Russell. Sehr schön. Damit hätten wir das erste Kapitel erledigt. With Russell pacified, I could be forgiven for thinking my troubles at Bulworth were over. But this place is a rotten onion. Peel off one stinking layer, and there's another even smellier one beneath. Mm-hmm. Well, Jimmy, word on the street is you're something of a pugilist. No, sir, I never pugilized in my life. Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals. No, I never said that. Well, I listen to things, Hopkins. You try and stay out of trouble. Now go see the cook down in the kitchen. Helping her might teach you some humility. Okay, sir. Hey, new kid. You're that guy that beat up Russell. So? What's it to you? Hey, listen, we like to box, the noble art and all that. Why don't you come down by our gym in old Bulworth Vale? We should definitely hang out. Yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Okay. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ne? So, oh, drei neue Aufgaben warten. Leck mir die Popperze. So, ich glaube, jetzt kommt erstmal Unterricht, ne? Bevor wir jetzt hier gleich durchstarten, oder? Ich weiß jetzt auch gar nicht, welcher Unterrichtstag kommt denn jetzt. Moment. Kleine Gemeinheiten, Einkauf in letzter Minute, Hattrick gegen Galloway. Wir haben zweimal Chemie, dreimal Englisch. Das heißt, als nächstes müsste jetzt wieder Kunst und Sport kommen. Eigentlich. Naja, wollen wir gleich mal gucken. Weil jetzt noch irgendwie eine andere Aufgabe anzufangen, ist ein bisschen, ne? Muss nicht sein. So. Erstmal gehen wir jetzt zu, genau, zum Unterricht. Kunst. Nummer 3. In this assignment, I'd like you to pay particular attention to the emotions you experience and try to get them onto the page. Ja, sicher. Kriegen wir doch alles hin. Anweisung, ja, weiß ich. So, hau mal rein. Boom. Zack. Und boom. Headshot. So, das haben wir doch gleich erledigt. So, boom, baby. So, sehr schön. Kunst 3 wäre erledigt. Ja. Wenn dich ein Mädchen küsst, bekommst du 75% Gesundheit zu. Das ist unbelievable. I like this shit. Mädels geht mir außer Schusslinie hier. Ich hab zu tun. Erstmal muss ich was essen. Ich hab Hunger. Gib mir mal einen Apfel. Und eine Banane. Und alles. Ups. Sorry. Ich will das irgendwie immer werfen. Ich wollte es eigentlich essen, aber ich glaube, ich habe gerade Taste E mit der linken Maustaste verwechselt. Das ist toll. Ich, ja. Unglaublich, aber wahr. Hallo. Achso, warte mal, wir haben doch jetzt, glaube ich, wo kann ich denn das nachgucken? Irgendwo konnte ich das nochmal nachgucken, dass wir jetzt irgendwie, wo war denn das? Ach, hier unten, der Respekt. Genau, Bullies ist jetzt 100%, Streber 75%. Ja gut, bei den Jocks, da bin ich ein bisschen unbeliebt und, ja. Wir haben schon 10% vom Spiel gemeistert. Das ist, ne? Unglaublich. Unbelievable.
Ja, ich muss zum Unterricht. Ich hab's eilig. Ja, und hier in diesem Bereich dürfen wir auch bald hinlatschen. Hier vorne hin. Weil, ja, da geht's dann richtig rund. Mit Arbeitslehre und so. Und da habe ich immer voll geloost. Also auch im Real Life. Alter, was willst du denn? Halt die Fresse, du blöder Arschkrampen, Pömpel, Dings da. Ja, sicher. Oh, ja, natürlich. Haut mich jetzt hier zu dritt, ne? Ja, hier. Kommt mal her. Ja. Jetzt hast du ein Problem. Und ihr auch. So, weißt du was? Jetzt reicht mir das nämlich. So. Ich bin übrigens gleich tot. Ich sollte lieber zum Unterricht gehen. Das ist, glaube ich, besser. Ja, Leute, nervt mich nicht. Ich habe zu tun. Ich muss zum Unterricht. Ja, lauf bitte. Ja, schwänzen will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte den Unterricht schnellstmöglich hinter mich bringen. So. Dann mal los. Mhm. Okay. Dann mal los. Folge den Anweisungen, um neue Moves zu lernen. Machen wir. Halt die Schnauze, ich greife dich jetzt. Ja, Takedown, okay. Na? Und nochmal. Ja, ich weiß. E und Leertaste, dankeschön. Achso. Zack, zack, und hochziehen. Und hochziehen. Jawohl. Ja, dann soll der Penner nicht so weit weglaufen. Sonst schmeiß ich ihn hier durch die Gegend. Halt die Schnauze, ich hab zu tun. Autsch. Das, ja... Achso. Ja, du Knödel, komm mal her. Wir müssen ja mal ein bisschen weiter in der Mitte bleiben. Achso, ist der... Ja, ist ja gut. Falsche Taste gedrückt. Ich hau auf dich ein wie so ein kleiner, schmaler Sack. So. Ja. Das ist kein Problem. Ja, du Knödel, komm mal her. So. Danke. Damit hätten wir das auch schon. Ja, laber nicht. Sport 3 wäre erledigt. Ganz einfach. Keine Probleme hier, ne? So, und weil wir gerade mal dabei sind, knacken wir mal eben hier zwei Spinde. So. Was da drin? Ein Schulbuch. Ich glaub's nicht. Hier, kannst du haben. Hä? Alter. Der fängt schon wieder an. Okay, eigentlich habe ich angefangen, aber egal. Nee. Also hier, die schlagen immer zu zweit, mindestens zu zweit immer drauf. So, ja, jetzt schon zu dritt. Alter, diese blöden Pissköppe. Ist jedes Mal dasselbe. Da, also, nee. Da fehlt mir doch ein Cent am Euro hier. Ja. Pass lieber auf. Ja, ja, mit mir kann man es ja machen. Ich bin ja nur der verpümpelte Kegel. So, wir machen nochmal eben hier die eine verdingste Aufgabe für die Edna. Also nicht Edna bricht aus. Also ich meine jetzt die Edna hier aus der Küche. Also Edna bricht aus der Küche aus. Hallo. Na? Ja, Einkauf in letzter Minute. Mhm. Nice.
Ah, shut up, kid. It adds flavor to it. Lecker. You wanna give it a go? Sure. Try and get some bits in it. I've got performance anxiety. Get used to it, kid. You're a man. It's all downhill from here, my friend. Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did? Oh, yeah! I need you to go to town and pick up some meat and other things for me. Otherwise, I'm gonna have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Oh, and a razor from the barber's for my stash. And, oh yeah, some new knickers from Worn In. I've had these on since last term. hurry up! Go, take my bike. It's that fine machine out there by the school gates. All right. Unglaublich, in dieser Stuhlkantine würde ich nie was essen, außer Obst. Aber, naja, ist, ne, egal. So, ihr Knödel, lasst mich mal bitte durch, ich hab's ein bisschen eilig. So, ja. Ja, müsst es nur mal lenken, so, dankeschön. So, geht mal weg da, ich, Oh, Leute, geht mir aus dem Weg! Alter, was ist das denn für eine Steuerung hier? Mit wem muss ich jetzt hier drücken? Also hier tippe mehrmals, um schneller zu treten. Das ist doch totaler Schwachsinn. Alter, da kriege ich jetzt schon wieder zu viel. So, Moment, da fahre ich jetzt hier vorne. Einmal hier hin. So. Ja, ich komme später nochmal zu dir. Weil ich jetzt gerade ein bisschen mehr zu tun habe. Weil die Zeit läuft ja auch nebenbei mit. Und ich muss da ja ein bisschen aufpassen, nicht, dass die Zeit irgendwie dann um ist und ich kann da nichts mehr machen. So. Und eigentlich könnte ich dann sogar mit dem Schulbus zurückfahren. Also, dass ich dann direkt vorne an der Dings wieder rausgelassen werde. An der Schule. Und wisst ihr was, das machen wir auch. Ja, hier steht's auch. Benutze die Bushaltestellen, um schnell zur Schule zu gelangen. Das machen wir mal eben. Weil wir es können. So, zeitlich schaffen wir das auch noch ganz gut. So, genau.